Punkt Italiens aufgezählt und das Land sozusagen von seiner besten Seite betrachtet. Wetter, Essen, Musik, Kunstwerke. Es war klar, warum es der große Favorit für Goethe und alle Bildungshungrigen der Oberschicht war. Aber wo blieb das Volk, also sozusagen Otto Normalverbraucher? Um das Urlaubsland Italien zu entdecken, muss man zwei Weltkriege überspringen, denn die ganz große Liebe zum Land entwickelte sich in den 50er Jahren, als es für viele Menschen möglich wurde zu reisen. Ausschlaggebend war die Tatsache, dass man nun vom Arbeitsgeber bezahlte Ferien zugesichert bekam und später sogar Urlaubsgeld. Ja, Urlaub. Das sind die schönsten Tage im Jahr, heißt es. Sie sollen Träume einer unbeschwerten Zeit erfüllen und immer gelingen. Mit dem Wirtschaftswunder kam die Italien-Sehnsucht und diese förderte darüber hinaus der Schlager. Nein, nicht nur das Lied Carpe Fischer spielte mit südlichen Sentiments. Auch der Film hatte oft mit dem Reisen zu tun. Ständig waren Filmhelden wie Freddie Quinn unterwegs. Der Kinobesucher konnte sich mit Stars wie Maria Schell, Lieselotte Pulver, Heinz Rühmann oder Hans Albers identifizieren und zugleich in ihren Reisen teilhaben. Hans Albers fabulierte von fremden Ländern und sang dazu La Paloma Adea. So sind der deutsche Schlager und der Film jener Jahre eng mit der Tourismusgeschichte der Deutschen verbunden, bedienten sie doch die Träume von Abenteuer und sonnigem Süden. Und als man dann endlich das nötige Geld zum Reisen zusammengespart hatte, hieß das Ziel aller Träume dann auch für lange Zeit Italien. Venedig und Neapel, Jesolo und Rimini, Capri und Cattolica wurden von den Deutschen erobert. Reisen kann man damals mit Zelt oder Wohnwagen. Der Campingurlaub war absolut in Mode und für viele erschwinglich. Eines der Hauptziele war Jesolo in der Provinz Venedig und der Campingplatz war eine große Familie. Nicht selten wurden dort Freundschaften fürs Leben geschlossen. Wie vor kurzem einem Bericht in Auto, Motor und Sport zu entnehmen war, gab es bei Venedig sogar einen Campingplatz mit dem Namen NSU Lido. Das waren noch Zeiten, als NSU noch eine beliebte deutsche Automarke war, deren bekannteste Typen der Prinz und der RO80 mit dem Wankelmotor war. Und um die vielen deutschen Touristen, welche kein Auto oder Motorrad besaßen, pünktlich und gut in den Urlaub zu fahren, machte man sich in den 50er Jahren große Gedanken über den Komfort in den Reisewagen der Bahn. Toroba Fernexpress hieß das Zauberwort. Laut Prospekt der schönste Ferienzug der Welt. Angepriesen wurden dem Reisenden Behaglichkeit und Komfort, weich gepolsterte Sitze am Tage, bequeme Liegebetten in der Nacht, vorzügliche Verpflegung durch den Speisewagen, ein erstklassig ausgestattetes Friseurabteil, Unterhaltung durch Musik, Lesestoff und Spiele, vorbildliche Betreuung durch uniformierte Europapagen und Schaffner. Kinder, wie hat sich die Welt verändert? Nun wollen wir noch einmal in dieser Nostalgie schwelgen. Das geht am besten mit einem Ohrwurm aus dieser Zeit. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
blu, dipinto nel blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano quaggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Dell'alba svanisco perché quando dalla morte la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo tra un punto di stelle. Scompare negli occhi tuoi blu, una musica dolce che suona per me. Gli occhi tuoi blu, felice di stare.